So, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Zurück, hier ist wieder Hans-Peter. Hier jetzt schon drauf und ich habe für euch ja meine Septemberbotschaft vorbereitet. Die wird wirklich sehr, sehr spannend. Es ist eine ganz besondere Botschaft, denn heute werde ich euch ein bisschen in die Geheimnisse des Kosmos, des Alleins einweihen, euch etwas erzählen und anvertrauen. Und wir klären, was Liebe auf einer ganz anderen Ebene wirklich bedeutet oder darstellt. Wie können wir sie erklären? Und zwar heute auf spiritueller, wie aber auch auf wissenschaftlicher Ebene. Wir wollen das miteinander kombinieren. Was hat das Ganze mit der möglichen Verbindung eines jeden von uns zu Gott zu tun? Was ist mein höheres Ich und was ist das Feld Gottes? Was hat das mit den weiblichen und männlichen Aspekten in uns zu tun? Was hat es mit dem Heiligen Gral zu schaffen? Was bedeutet es, wieder ein Alchemist zu sein? Und ich greife dabei auch auf Hinweise und Theorien aus meiner Erfahrung von auch wunderbaren Menschen aus meinem Umfeld natürlich, aber auch Wissenschaftlern wie Conforto, Carl Gustav Jung, Edmund Halley, Dr. Monika Häßler-Pastner und Joe Dispenza und vielen anderen auf und vereine sie dann mit meinen Essenzen daraus. Und ich präsentiere euch hier einen kleinen Teil meiner bescheidenen Erkenntnisse. Und gegen Ende aber, da erhaltet ihr noch eine kleine Botschaft der Galaktischen Föderation des Lichts. Seid gespannt und ich freue mich riesig. Jetzt geht's los. Fangen wir mit den wissenschaftlichen Theorien an, zum Beispiel die Giuliana Conforto schrieb und ich dann hinterher mit meinen Erkenntnissen abgleichen konnte. Conforto erwähnt zum Beispiel in ihrem Buch das Symbol der schwarzen Sonne. Das Buch ist das Sonnenkind. Das ist ein ganz besonderer Name. Und darüber habe ich bereits im Video 174 sehr viel gesprochen, also da könnt ihr gern raufschauen. Die Tempelritter, die kannten dieses Symbol wirklich nur zu gut. Ich habe auch gerade einen Freund, der ist in Rumänien, Bulgarien unterwegs und an einer uralten Stätte, von der kein Mensch weiß, wie alt es ist und wer es gebaut hat, diese Symbole wohl tausende von Jahre alt in Stein gemeißelt gefunden und mir geschickt. Bei den Nationalsozialisten wurde es missbraucht, dieses Symbol. Es scheint aber keine Loge oder Vereinigung der Eliten zu geben, die dieses Symbol nicht kennt, aber auch schätzt. Es wird missverstanden, fehlinterpretiert und bewusst getäuscht. Die schwarze Sonne oder die magische Sonne Ilum, von Leuchten genannt, beschreibt die Quelle der göttlichen Kraft im Irdischen, also eine Art Gral. Sie ist die Urkraft, der Eros, die Liebe, und sie soll die Sonne in Innererde beschreiben. Und um diese Kraft zu manifestieren, also ein Symbol des Ideals zu erschaffen, wurde nicht nur das Symbol der schwarzen Sonne verwendet. Es wurde bei den Templern auch eine Figur dafür erschaffen, die ein männliches und ein weibliches Haupt tragen. Und zwar um die beiden Aspekte der heiligen Vereinigung im Jenseits und Diesseits zu symbolisieren. Der Name der Figur, den kennen viele von euch, der ist ursprünglich akkadisch-sumerisch und war ursprünglich Bab-Kome, gleichbedeutend mit Tor zum Lichtstrahl. Dann wurde es ins Persische übersetzt, dann ins Arabische, dann ins Griechische und schlussendlich ins Lateinische. Herauskam Baphomet. Ja, genau. Genau der Baphomet, von dem gesagt wird, dass er so dunkel ist. Du kannst ein Brotmesser zum Schneiden, aber auch zum Töten benutzen. Und wo stand der erste Baphomet der bekannten Geschichtsschreibung? In einer Grotte am Untersberg in Österreich.
wo ihn der Tempelritter Hubertus Koch erschaffen ließ. Ich zitiere: In der heiligen Grotte steht, hoch auf dem Podeste, die Figura Baphomet, hart dem hohen Feste, welches bringt ihre Kraft über unsere Erde, was die neue Macht erschafft, auf das es Licht da werde. Zitat Ende von Ritter Hubertus. Die Templer hatten Macht. Sie waren vermögender als der König, der bei den Templern massive Schulden besaß. Der Papst stand auch in ihrer Schuld. Und dann sickerte auch noch durch, dass die Templer im Besitz von Schriften sind, welche das ganze Kirchengebäude völlig in sich zusammenstürzen ließen. Die gefundenen Aufzeichnungen in Jerusalem, das Urevangelium des Matthäus und viele andere Dokumente stellten tatsächlich mitunter die größte Gefahr für die Kirche seiner Zeit dar. Das heißt, sie mussten vernichtet werden. Man erfand Gerüchte über Teufelsanbetung, Sodomie, andere Lügen und verbreitete diese. In Wirklichkeit aber symbolisierte bei den Templern das Pentagramm die Ablehnung der 5 Bücher Mose. Die Teufelsköpfe, die symbolisierten die katholische und die jüdische Kirche, welche den gefallenen Engel Yahu, Jahwe, Shaddai im Alten Testament anbeteten. Darüber hinaus wurde ihnen unterstellt, sie würden das Heiligste der Kirche schmähen. Naja, das stimmt ja auch, denn sie lehnten tatsächlich das Alte Testament ab. Und so war es einfach, ihnen Ketzerei und Gotteslästerung anzuhängen. Und am Morgen des berühmten Freitag des 13., des 13. Oktober 1307, die Vollendung der Zahl 11, die Meisterzahl, wurden sämtliche Tempelritter Frankreichs durch Befehl von Philipp IV. Verhaftet. Viele, wie auch der Großmeister Jacob de Molay, wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Interessant ist, als er in Paris verbrannt wurde, bat er darum, seinen Blick am Kreuze, wo er verbrannt wird, auf Notre-Dame zu richten, von dem auch der Name Nostradamus stammt. Notre-Dame hatten ursprünglich die Templer gebaut und er war nicht Maria gewidmet. Er war Maria Magdalena gewidmet. Das verheimlicht man uns. Bei der Stürmung zum Beispiel auch des Wiener Refugiums sollte das Blut der Tempelritter angeblich die Straßen rot gefärbt haben. Noch heute erinnert die berühmte Blutgasse in Wien daran. Die heutige Darstellung der Figur des Baphomet sah ursprünglich aber nicht so aus wie heute, mit Hörnern und bösartig, und stammt aus der modernen Feder. Die heutige Darstellung sieht tatsächlich sehr finster aus und das ist pure Absicht. Ich glaube, seit Aleister Crowley wird das so dargestellt. Ursprünglich sah es ein einfacher Menschenkopf mit mehreren Gesichtern. Aber jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück. Das war ein kleiner historischer Ausflug. Die Sonne im Zentrum der Erde. Schwarze Sonne auch genannt. Halley, Euler, Physiker, Conforto und andere Forscher sprechen bei den 3 Sphären, die innerhalb der Hohlerde sein sollen, vom Umfang vom Mars, der eine, der andere der Venus und der andere des Merkurs. Und das fand ich sehr bezeichnend, weil der Mars steht für das männliche Prinzip, die Venus bekanntlicherweise für das weibliche Prinzip und der Merkur für Wissen und Weisheit, der Mittler. Und durch Wissen und Weisheit erschließen sich euch die weiblichen und männlichen Aspekte der göttlichen Schöpferkraft. Das geht nicht ohne Wissen und Weisheit. Das ist der Schlüssel, dass wir uns wieder daran erinnern. Ganz so, wie es Jesus selbst sagte. Ihr müsst das Weibliche mit dem Männlichen vereinen und dann erschließt sich euch das Königreich. Innen wie außen, oben wie unten. Mikrokosmos gleich Makrokosmos. Und vereint durch das männliche Prinzip und das weibliche Prinzip in euch und um euch herum. Jesus und Maria Magdalena sind das Sinnbild der Vereinigung. Sie sind die irdische Verkörperung der heiligen und göttlichen Verbindung dieser Aspekte. Das ist
ein Teil des Heiligen Grals. Und deshalb hat man ja ursprünglich auch den Baphomet mit zwei Häuptern dargestellt, einem männlichen und einem weiblichen Haupt. Und der Zusammenhang erschließt sich hier ja wirklich einfach. Und deshalb beschreibt es Giuliana Conforto, ich zitiere, mit folgenden Worten in ihrem Buch. Sein Herz ist der kristalline Kern der Erde. Er besitzt keine Schwerkraft und ist eng mit dem schwachen Feld, also der Eros, die Liebe, so nennt sie es, verbunden. Sie nennt es das schwache Feld, das aber im Menschen stark wirkt. Das zeigt die Asymmetrie der beiden Hemisphären an. Der kristalline Kern, ein kleiner Planet, nein, eine kleine Sonne. Die kristalline Sonne sendet kein Licht aus, das die Sicht blendet. Sie ist ein einziger Kristall, der Klänge und Musik aussendet. Das Sonnenkind. Zitat Ende. Ich habe zwar hier eine schöne Umgebung hinter mir, in dem Hotel, aber hier hinten ist eine Baustelle. Also wenn ein paar störende Geräusche sind, entschuldige ich das. Aber ich denke, der Inhalt der Botschaft ist wichtig, sich darauf zu konzentrieren. Also, Conforto ist der Überzeugung, dass die Sonne an unserem Himmel ein Abbild der kleinen Sonne in der Erde ist. Die Verbindung zwischen beiden ist die schwarze Sonne, auch der Sol Invictus, siehe Mithraskult genannt. Bereits Zarathustra sprach darüber und auch wird sie in Mozarts Zauberflöte beschrieben. Ist hier wirklich ein wahrer Kern verborgen? Ist es vielleicht genauso wie Halley, Euler und Conforto beschreiben? Ist das ein Teil der Geheimnisse, die seit Jahrtausenden von Priestern, Bruderschaften und Logen gehütet werden? Ihr Lieben, jetzt steht uns tatsächlich ja ein großer Sprung in eine neue Zukunft bevor, der neuen goldenen Zeit. Und durch die Abnahme des Erdmagnetfelds erhöht sich unser Bewusstsein und unsere Spiritualität in kürzester Zeit jetzt exponentiell und sehr schnell. Ich drücke es ja mal so aus mit Worten, die Jesus in einem gemeinsamen Gespräch an uns richtete. Ihr werdet in den nächsten Jahren noch Wunder erleben, die ihr euch jetzt kaum vorstellen könnt. Wenn die Kraft dieser schwachen Kraft, schwachen Atomkraft auch genannt, Beta-Strahlung, Z-Bosonen, Liebe, Gott, wie auch immer, sich verstärkt, werden wir der Liebe und Mitgefühl im Zentrum unseres Seins stehen. Und dann hat der Determinismus tatsächlich sein Ende erreicht. Dann wird der Eros über den berühmten Thanatos siegen. Warten wir es ab. In wenigen Jahren werden wir es genau wissen. Oder in wenigen Monaten, wer weiß es schon. Ich bin schon ganz gespannt drauf und freue mich auf diese kosmische Wende aus tiefstem Herzen. Für mich steht fest, dass unsere derzeitigen gepredigten Moralvorstellungen dazu da sind, uns unter Kontrolle zu halten, damit auch dann oder damit der Eros, Amor, die Liebe unter Kontrolle gehalten wird. Es ist die große Kraft des Verborgenen, die uns antreibt und mit dem Kosmos verbindet. Sind wir nicht in der Liebe, sind wir nicht verbunden. Es dreht sich alles dabei um Elektrizität und Magnetismus. Und wir wissen, dass unsere graue Hirnsubstanz über Elektrizität funktioniert. Die weißen Gehirnzellen hielt man ja lange Zeit auch als für unwichtig. Man hat sie als Kleber abgetan, Glue. Der Begriff erklärt es schon. Mittlerweile wissen wir aber, dass die weiße Gehirnsubstanz mit Proteinen kommuniziert. Aber nicht über Elektrizität und jetzt kommt, sondern über Magnetismus. Der Ursprung, so beschreibt es Conforto, liegt also in dem schwachen Feld der Sonne, der Innererde. Und dieses schwache Feld, das treibt auch unsere Hormone an, die wiederum unsere Psyche beeinflussen. Und dieses Feld dieser schwachen Kraft nennt Conforto, wie gesagt, Z-Bosonen oder auch Liebe. Was ist aber die Anbindung an Gott? Wie definieren wir das? Gott ist sowieso ein Begriff, der ist schon ziemlich abgerubbelt, wie so ein Radiergummi. Leider. Nennt wie
nennt's, wie es mögt. Nennt Schöpfer, nennt's Äther, nennt's All-Eins, Nullpunkt-Energie, Z-Boson, Liebe. Es geht aber daraus, oder es besteht, so könnte man es auch sagen, oh, jetzt pfeift es in meinem Ohr, seht ihr, es besteht aus reinster Schwingungsfrequenz, die durch fraktale Muster, geometrische Körper und Muster erzeugt wird. Das heißt, diese ganzen geometrischen Formen wie Merkaba, Metatron, Siegel des Salomons haben eine wichtige Bedeutung. Es werden geometrische, durch diese geometrischen Körper Muster, Frequenzen, Resonanzen erzeugt, Blume des Lebens. Und die können wir selbst erzeugen. Die heilige Geometrie zeigt sich in unserem menschlichen Sein, ihr Lieben, in den verdichtetsten Ebenen vom Multiversum, dem Kosmos, dem All, der Erde und der Sterne. Die jetzt kommenden Zeilen und Informationen, ist auch interessant, konnte ich auch abgleichen und es ist sehr spannend, verdanke ich einer sehr guten Freundin und Vertrauten, Dr. Monika Hessler-Pastner, die erklärte es mit folgenden Worten, ich zitiere. Durch unser meditatives Wirken und durch Channelings, ja, wir sprechen über Meditation und Channelings, betreten wir unsere eigene wahre Essenz des Seins. Ebenso das Gottes Nullpunkt-Energiefeld. Wir sehen dadurch unsere eigenen Kreationen, der eigenen Blaupausen. Palmblätter zum Beispiel spiegeln dieses Feld, verändern sich aber stetig und entwickeln sich weiter. Das hängt an uns. Und das ist der Prozess, den viele als der Beginn des Eintritts in die Hallen von Amenti bezeichnen. Die achte Dimension, Akasha-Chronik, Weltengedächtnis, Kollektivgedächtnis, morphogenetisches Feld. Und so wirken wir zeitgleich für uns, für alle, alles und jeden, denn alles ist Gott. Alles ist beseelt im Universum. Ich könnte jetzt einfach nur sagen, liebe Monika, schöner und treffender kann man es eigentlich kaum zum Ausdruck bringen. Vielen Dank für deine Worte. Es wäre also unverantwortlich, ihr Lieben, zu behaupten, dass Channeln per se etwas Schlechtes ist. Nur, weil jemand eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Es gibt Menschen, die erklären, dass man nicht channeln kann. Es gäbe es nicht. Man würde immer gechannelt werden. Naja, damit sagt er eigentlich, dass man schon channeln kann, aber sie behaupten, oder manche Leute, dass man gechannelt wird. Von zum Beispiel Archonten und anderen nicht wohlgesonnenen Wesenheiten. Aber ist das wirklich so? Ihr Lieben, ich bin nicht das All-Eins. Ich habe nicht auf alles Antworten. Aber gehen wir weiter. Denn wenn ich mich an einem Brotmesser schneide, ist es per Definition nichts Schlechtes. Es ist nur eine Erfahrung, die ich mit diesem Messer gemacht habe. Jetzt dieses Brotmesser als etwas Böses oder Schlechtes zu definieren, das wäre in meinen Augen viel zu profan und einseitig gedacht. Und genau hier sind wir an einem ganz essentiellen Punkt angelangt. Ich erkläre es euch so. Also, gute Gedanken, gute Worte, gute Taten, wie mein lieber Bruder und Freund Zarathustra einmal sagte, erzeugen selbiges. Das Gleiche gilt für schlechte Gedanken, schlechte Worte und schlechte Taten. Worte und Taten sind sehr subtil, ihr Lieben, denn sie können verzerrt und umgedeutet werden, wohingegen unsere Gedanken der Ursprung sind. Geist über Materie, ihr Lieben. Bin ich im Herzen rein und voller Liebe und habe, und das ist ganz wichtig, ein Bewusstsein für das Kollektiv der Menschen, für euch, dann kann weder etwas Besitz von mir ergreifen, noch durch mich channeln. Was dieser Energie nicht entspricht, es widerspricht. Simile-Prinzip. Ganz simpel. Es geht wie immer nur um uns selbst. Wenn ich also die Frage stellen würde, wer oder was channelt dadurch einen, dann wäre diese Frage mit einer einfachen Gegenfrage zu beantworten, nämlich, was ist in mir? Was ist in dem, der channelt? Was ist in euch? Liebe?
kollektives Wohlwollen oder Ego, Angst und Zwietracht? Und genau das ist der Punkt, die Geister, die ich rief. Und dazu zitiere ich euch noch eine weitere Ausführung von Dr. Monika. Wir erkennen uns beim Meditieren und Channeln selbst, und zwar im kollektiven Mensch- und Seelenbewusstsein, welches durch die höchste Liebesschwingung entstanden ist. Es existieren, und das ist jetzt ganz spannend, Nuevo, Novum. Es existieren zwei Blaupausen, ihr Lieben, nämlich eure eigene und die Gottes, der Urquelle. Alle Parallel- oder Vorleben von uns bilden im Prinzip Portale, durch die wir uns bewegen und uns an alle Abläufe wieder erinnern und bewusst werden. Ich glaube, ich habe schon über 30 wichtige Vorinkarnationen von mir wieder hochgeholt. Sehr, sehr spannend. Das nennen wir das Erwachen. Das ist das Erwachen, die Blaupause von sich zu sehen, den Seelenplan. Die männliche Seite von uns gelangt durch das Gehirn zu Gott, während die weibliche Seite durch Glauben und Urvertrauen zu Gott findet. Wer also die männliche Seite lebt und das Weibliche ablehnt, dem fehlt der Glaube und der Urvertrauen. Wer von euch die Ausführungen, Zitat Ende außerdem, wer von euch die Ausführungen in meinem Buch Die Jesusbrüder und einigen Videos gefolgt ist, der weiß, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir nur durch die Vereinigung beider Aspekte zum wahren Schöpfer finden. In meinem neuen Buch, das bald erscheinen wird, den Titel verrate ich noch nicht, werde ich das weiterführen und gebe euch jetzt einen ganz kleinen Auszug. Und zwar nenne ich das Kapitel oder ein Teil des Kapitels lese ich euch vor. Das ist sehr wichtig, was jetzt kommt. Die Vollkommenheit des Göttlichen. Es geht um Männlichkeit und Weiblichkeit. Also, in dem Moment, in dem Maria Magdalena als Braut von Jesus Christus aus der Geschichte verdrängt wurde, verlor das eigentliche Christentum seine Kraft. Seine Kraft der archetypischen heiligen Ehe, der Verbindung zwischen dem wahren Männlichen und dem weiblichen Aspekt der Vollkommenheit des Göttlichen. Und dieser große Verlust der Sophia, der Weisheit des Weiblichen, hatte wohl wirklich schlimmste Folgen für unsere Kultur, die wir heute noch sehen können. Die Polarität, die sollte wiederhergestellt werden. Und zwar indem wir die Vereinigung von Maria Magdalena und Jesus wieder anerkennen und symbolisch schätzen. Vielleicht tauschen wir die Kreuze aus gegen ein Bildnis von Jesus und Maria Magdalena. Wäre doch mal der Anfang. Wir erzeugen eine ganz andere Energie, wenn wir darauf schauen und daran denken. Menschlich und mythologisch wäre es von größter Bedeutung. Ein spiritueller Weg, ihr Lieben, kann auch durch eine wahre Liebesbeziehung gegangen werden. Fakt. Die Kirche lehnt es aber weiterhin ab, indem sie sagt, dass die Liebe zu Maria Magdalena, der Liebe zur Menschheit im Wege stehen würde. Leute, was ein Schmarrn. Das ist ein Entweder-Oder-Konzept. Und das kann nicht wahr sein. Nur das Sowohl-als-auch-Denken führt hier in meinen Augen zu einem höheren Bewusstsein. Und warum sollte die eine Form der Liebe die andere ausschließen? Liebe ist Liebe. Die Fähigkeit, sich einem anderen Menschen hinzugeben, ihr Lieben, spiegelt sich dann in einer viel größeren Fähigkeit wieder, in anderen Formen zu lieben, in allen dreien. Die Trinität ist hergestellt. Weil man benennt ja auch drei Arten der Liebe. Eros, Philia und Agape. Und alle sind wahr. Eros wurde erstmals von Platon in seinem Symposium beschrieben. Es ist die leidenschaftliche Liebe zwischen zwei Menschen, die sich nicht auf das rein Körperliche beschränkt, denn das rein Körperliche könnten wir eher als
Befriedigung bezeichnen, meist der eigenen egoistischen, getriebenen Bedürfnisse. Wohingegen der wahre Eros, das Eintauchen und Verbinden des körperlichen, geistigen und seelischen Aspekts bedeutet, auch wieder die Trinität, Körper, Geist und Seele, ist einfach. Es ist auch ein göttlicher Akt der Verbindung des männlichen und weiblichen Prinzips. Wir leben noch in der 3D-Welt, noch. Aristoteles schrieb zum Beispiel auch viel über die Philia, die Freundesliebe zum Beispiel, die wir für jeden empfinden können. Die letzte Form, die Agape, wie gesagt, ist die tiefste und bedingungslose Liebe, die zwei Seelen vereint. Es ist die göttliche Liebe, welche die Seelen befreit und auf höhere Ebenen bringen lässt. Es ist vor allem die Liebe eines Menschen zu Gott. Es kann die Liebe zur Individualität genauso gelebt werden wie auch die Liebe zum Einssein der Menschen. Für mich ist die Ehe, die Familie, damit einhergehend ein zentrales Thema, ein wahres Herzstück des Christlichen, des wahren Christlichen. Und dieser Weg darf die Liebe in allen Formen annehmen, auch den Eros, nämlich die liebevolle Vereinigung von Mann und Frau, kann wirklich eine höchst spirituelle Erfahrung sein. Und zwar, weil jeder von uns das Göttliche im anderen sehen kann. Wollte man genau das verhindern? Eines der Wege, über sein eigenes Ego hinauszuwachsen, ist tatsächlich die Liebe zu einem anderen Menschen, den man in vielen Momenten über die eigenen Wünsche und Bedürfnisse stellt. Frag zum Beispiel viele Frauen oder Männer, vor allem Frauen betrifft's, wenn es darum geht, wer soll überleben, das Kind oder die Mutter? Wie entscheidet man sich? Der Logos sagt, ey, ich kann ja neue machen. Aber das Herz sagt andersrum. Für meine Kinder würde ich auch mein Leben geben, die bedingungslose Liebe. Und das spiegelt wahre Transformation wider. Darin sehen wir es zum Beispiel. Eine bewusste Liebesbeziehung kann also wirklich ein direkter Weg sein, dieses Ziel der Transformation zu erreichen. Und so kann auch die Sexualität heilig sein und Erlösung bringen. Als Aspekt. Selbst in den kabbalistischen Lehren wird davon berichtet, ihr Lieben, dass ein Mann und eine Frau, die sich in Liebe vereinen, die himmlische Vereinigung von Gott und dem göttlich-weiblichen Aspekt bewirken. Ja, steht drin. Hier haben wir das irdische Gegenstück zur himmlischen Vereinigung. Oben wie unten, im Kleinen wie im Großen. Wie der Geist, so der Körper. Das hermetische Prinzip der Entsprechung. Eine liebevolle Vereinigung von Mann und Weib kann durch die Anwesenheit Gottes gesegnet und gelichtet sein. Die Ablehnung hingegen vom göttlich-weiblichen Aspekt und damit auch Maria Magdalena nennt sich in den gnostischen Texten die gefallene Sophia. Die Frau wird in vielen Kulturen, auch unserer eigenen alten, als Vermittlerin des Göttlichen, der göttlichen Mysterien betrachtet und verstanden. Und das ist durch die Kirche verloren gegangen. Und damit verharren wir alle, auch die Männer, in einem kollektiven, niedrigen Bewusstseinszustand. Und das alles wussten die gnostischen Christen, die allesamt vernichtet wurden. Wir können Seele, Geist und Körper nicht voneinander trennen. Das tut nicht gut. Das Ziel muss sein, diese in Einklang zu bringen. Die Kirche kennt die Trinität. Sie lehrt und lebt sie aber nicht und verhindert sie, indem wir in Angelegenheiten der Liebe nur auf das Geistige zu Gott reduziert werden. Wir sind Fleisch, Seele, Geist. Wir sind irdisch, wie auch göttlich zugleich. Es gibt ein Bild aus der Kirche von Kilmore in Iona. Das zeigt tatsächlich Maria Magdalena mit Jesus zusammen. Sie ist schwanger. Sie zeigt nichts anderes als die Geburt des Göttlichen, der göttlichen Menschlichkeit. Und so können wir
wie im Evangelium von Thomas beschrieben, meinem geliebten Thomas, kenne ich nur zu gut. Das Himmelreich, welches auf der Erde ausgebreitet liegt, erkennen. Und auch Apostel Thomas hatte ein geliebtes Weib, ja, das ihn seit Tausenden von Jahren immer wieder begleitete. Das ist sein Seelenpartner. So wie viele andere Apostel und Jesus selbst. Die vielen Männer und Frauen, die in der heutigen Zeit wieder das Antlitz dieser beiden erheben werden, ihr Lieben, das sind die Vorboten der neuen Zeit, in die wir jetzt gehen. Die Vorboten der Wiederkunft. Das war jetzt ein Auszug aus meinem neuen Buch, das bald kommen wird. Aber ihr findet viele Hinweise darüber auch schon bereits in dem Buch Die Jesusbrüder. Auf jeden Fall. Jetzt kommen wir noch zum Teil, was die Vereinigung beider Aspekte betrifft. Also, jetzt wird es schon mal richtig spannend für die Septemberbotschaft, weil unserer Information nach waren die 12 Apostel nicht allein unterwegs. Sie hatten alle, und jetzt kommt die heretische Botschaft, sie hatten alle ihre weiblichen Aspekte an ihrer Seite. Sie hatten alle Frauen und Kinder und die haben sie nicht zurückgelassen. Man wusste damals, die Familie stellt in ihren Augen und in meinen Augen auch heute noch die heiligste Instanz auf Erden dar. Sicherlich hatten einige von uns Inkarnationen, in denen sie asketisch oder wie ein Eremit gelebt haben. Um Gott aus dem Inneren heraus zu erkennen zu haben oder sich im Ganzen hingegeben haben, das ist eine Erfahrung. Okay. Der letzte und zum Beispiel siebte Zarathustra bat sogar blind und taub wiedergeboren zu werden, um Gott ohne äußere Wahrnehmungen erfahren zu können. Ein Seelenaspekt von ihm ist auch jetzt wieder inkarniert. Es ist und bleibt eine Erfahrung, die in unserer Seele gespeichert ist. Wir wissen eins, viele Wege führen nach Rom. Und auch wenn Rom negativ assoziiert wird und viel Schlechtes in den letzten 2000 Jahren daraus hervorging, aber Roma, Roma, lest mal rückwärts, was es heißt. Amor, die Liebe, dafür war es geplant. Spannend, gell? Auf alle Fälle bilden die Vereinigung der weiblichen und männlichen Aspekte den Heiligen Gral dar. Die 12 Stäbe, von denen ich in einem meiner letzten Videos gesprochen habe, die in der Bundeslage waren, eventuell auch 13, stellen diese Vereinigung und die absolute Gottesanbindung dar, ihr Lieben. Auch wurden die 12 Ritter der Tafelrunde nicht vom König zum Ritter geschlagen, sondern von Hohepriesterinnen aus der Ahnenlinie von Maria Magdalena. Dazu werden wir noch kommen in den nächsten Videos. Es waren Prinzessinnen und Hohepriesterinnen aus dem Burgund, aus dem Geschlecht der Del Aksch, auf Deutsch vom Wasser. Lady of the Lake, kennen wir. Das ist der symbolische Ausdruck in der Artus-Legende dafür. Die geistige Welt wird durch unsere Bewusstseinsanhebung sichtbar, ihr Lieben. Sie wird greifbar, spürbar. Und kann als Wegweiser zurück in unsere Essenz führen. Und somit, so sagt Monika, Dr. Monika, erkennen wir den Engel, den Elohim, den Meister, auch den Alchemisten in uns. Wir können ihn wieder leben. Wir projizieren ihn nach außen. Wir erinnern uns. Und wir kehren somit in unsere geistige Heimat zurück. Und je mehr wir uns verbinden, desto mehr holen wir den Himmel auf die Erde und kreieren ein Leben mit Gott. Und so beschreibt es Dr. Monika. So sei es. Somit ist klar eigentlich, ne, dass alles in jedem von uns angelegt ist. Ja, wir dürfen uns wieder erinnern und wir können daran anknüpfen. Erinnern wir uns wieder an Vorleben und Parallelleben. Erinnern wir uns an unsere Blaupause, an die Blaupause Gottes und dem inneren Gott in uns. Und genau so wird Gott auf die etwas niedrig schwingernde Matrix der Erde geholt. Und sie wird zur Gottesmatrix spür- und sichtbar für jeden Einzelnen.
Genial, oder? Und so ist es, dass wir genau so unseren wahren Alchemisten wieder zu unserem wahren Schöpfer selbst werden. Wir senden Resonanzen aus, die unsere Umgebung und die Menschen um uns herum verändern können. Und bei der Bildung eines Kanals, also bei dem Channeling, Reading, da sieht sich das Herz praktisch die Information an. Der Logos sendet aus und stellt dann die Erinnerung spürbar dar. Und das Lesen einer Blaupause, des Planes, stellt eigentlich eine Momentaufnahme dar und sie ist dadurch veränderbar. Und das zeigt uns unseren jetzigen Status quo, es zeigt uns unsere jetzige Situation, wie nah wir bereits am Gottesfelde sind oder auch nicht und welchen Plan er sich für uns ausgedacht hat. Und wenn wir das erkennen, dann wird Gottes Plan zu unserem Plan und wir verschmelzen miteinander. Gracias. Deshalb kann uns das Leben eines Palmblatts, das Lesen eines Palmblatts und ein Reading kann uns wirklich durch ein hervorragendes Medium oder Orakel helfen, uns selbst zu betrachten, uns zu erinnern und uns zu erkennen. Und zwar, ob wir auf Kurs sind oder Änderungen vonnöten, um wieder auf Kurs zu kommen. Denn ihr wisst, egal wie es läuft, am Ende will alles ins Licht und Gottes Gnade kann jedem zuteil werden. Und das ist genau das, was die Träger der Zepter, die Träger der Stäbe in ihren Händen hielten. Sie informierten über Äonen von Jahren ihre eigenen Stäbe mit ihren Erfahrungen mit Gott, der Verschmelzung des Weiblichen und des Männlichen. Und diese Stäbe konnten somit alle Chakrensysteme in Einklang bringen, mit der heiligen Geometrie des Kosmos vereinen. Gott, Mensch, Herz. Eine Verbindung, die Gottesanbindung. Ihr werdet dann im nächsten Buch auch erfahren, dass die Taufe von Jesus, diese angebliche Taufe, im Prinzip gar keine Taufe war, sondern sie war eine Segnung mit einem dieser Stäbe, die den Heiligen Geist in einen holt, für den würdigen Träger, ähnlich wie die des Artus-Schwertes, der nur der würdige Träger aus dem Stein ziehen kann. So kann der Stab auch nur dem würdigen Träger gegenüber ihn zur absoluten Gottesanbindung führen. Der Christus. In meinem Beitrag über die Bundeslade habe ich euch erzählt, dass diese in ihrer ursprünglichen Form auf Atlantis geschaffen wurde. Und diese alte Mose hat die aus Ägypten geklaut. Die 12 Stämme und Herrscher der 12 Stämme Israels waren niemals die Träger und Erschaffer dieser Stäbe, falls es diese 12 Stämme überhaupt in der Form gegeben hat. Aber auch die Frauen hatten ihr Symbol. Nicht in Form von einem Zepter, der das Männliche darstellt, sondern durch andere Zierde. Zum Beispiel ein Armreif, aus dem eine besondere Kraft hervorging. Denken wir an die Legende der Göttin Hathor mit ihrem berühmten Armreif. Aber auch in sämtlichen anderen, allen Mythologien finden wir auch in unserer, bei der Freya. Und so trugen auch die weiblichen, ich nenne es mal Göttinnen, beziehungsweise weiblichen Gottesaspekte auch einen Gegenstand, der ihre spirituelle und geistige Kraft symbolisiert. Es ging nicht um Macht über andere Menschen, so wie es heute oder in den letzten Hunderten von Jahren benutzt wurde, als Machtdemonstration über andere, sondern es stellte die Macht der weiblichen und männlichen Gottesaspekte dar in einem Gegenstand, der die geistige und spirituelle Kraft symbolisiert. So dürfen wir das verstehen. Und dann bekommt das Ganze auch einen völlig neuen Kontext jetzt. Okay. Benennen wir vielleicht abschließend noch ein paar folgende Hinweise für das, was auf uns zukommt. Ich habe mir vor kurzem, gestern war es, mit einem Freund im Auto ein Video angehört. Das letzte von Dieter Broers mit Carrie Kay. Und bei mir war 100%ige Resonanz und Übereinstimmung. 100% des Gesagten. Das kommt nicht so oft bei mir vor. Ich predige seit Jahren,
dass nun alle Zeitlinien in einem einzigen Bündel zusammenlaufen. Das habe ich schon vor 2 Jahren in Videos gemacht. Die dunkle Seite kann dies trotz CERN oder anderer Hilfsmittel nicht mehr ändern. Der Drops ist gelutscht, ihr Lieben. Das ist vorbei. Wir befinden uns jetzt in einer irdisch gesehen, man könnte sagen, einzigartigen Zeit. Das platonische Erdenjahr, habe ich auch schon oft erklärt, von 25.920 Jahren, ist durch. Die Erde steigt jetzt auf, ob es jemandem passt oder nicht, spielt keine Rolle. Die kosmischen Gesetze wirken und sind unabänderlich. Man beobachtet von außen auch dieses Geschehen und unterstützt es auf höchster Ebene. Was meine ich mit von außen? Wer da alles genau die Finger im Spiel hat, kann ich euch nicht 100% sagen. Die Galaktische Föderation des Lichts zum Beispiel hingegen spricht mit uns selbst direkt und hinterlässt uns auch Botschaften. Zur Sommersonnenwende zum Beispiel zeigten sich genau über uns, wir haben ein Lagerfeuer gemacht, da waren 12, 13, 14 Leute, zeigten sich die Galaktische Föderation des Lichts. Es waren 6, 7, 8 Lichter ständig hin und her, hoch und runter, total quer. Es war unfassbar, was wir da bei unserem meditativen Zusammensein alle erlebten dürften. Und dann senden sie uns ein paar Tage später eine Botschaft und sagten uns, dass es wesentlich mehr gewesen wären, sich aber nur wenige gezeigt haben. Sie erzählten uns aber auch, dass sie derzeit ganz bestimmte Familien unter einem sogenannten himmlischen Schutz gestellt haben, da diese zum Aufstieg der Erde wichtig seien. Jeder ist wichtig, gar keine Frage, aber es gibt wohl gewisse Schlüsselfaktoren. Es seien vor allem auch Familien, die nicht nur mit einem Auftrag von höchster Quelle beauftragt wurden, zu erkennen und zu wirken, sondern wohl auch Seelen, die schon einmal unter ihrem Kommando dienten und sich bewährten. Ja, sie helfen uns derzeit. Der Aufstieg kann nicht aufgehalten werden. Und Carrie Kay erklärt es auch so wunderbar, oder wunderbarer, als ich es kaum tun könnte überhaupt. Die Frage nämlich, die viele haben, ist, warum, also die wir uns gestern gestellt haben, warum dann eventuell so viele Menschen sterben werden. Sterben ist relativ, ihr Lieben, denn unsere Seele ist unendlich, denkt dran. Und Carrie Kay zum Beispiel erklärt es so, dass einige wie einen Kurs auf der Erde durchlaufen, deren Inhalt sie entweder nicht ganz verstanden haben oder ihn einfach nur, hey, ich will ihn wiederholen. Alles gut. Der freie Wille ist unantastbar. Wunderbare und einfache Erklärung. Dann werden sie auf einer anderen Ebene inkarnieren, um in ihrer derzeitigen Entwicklungsstufe weiterzugehen. Und das ist okay so. Es ist alles gut so, wie es ist. Und alles darf nebeneinander existieren. Wenn wir also einen Menschen treffen, ihr Lieben, der null erwacht ist, der mit Spiritualität nichts anfangen kann und völlig an dem Dogmen des Systems festhält, hey, das ist sein gutes Recht. Wir können es nicht ändern. Es ist sein gewählter Weg. So schwer, wie es uns fällt. Wir können nur lernen, zu akzeptieren, zu respektieren und damit nicht zu verurteilen. Mehr können wir nicht tun. Die letzte Frage, die ich euch heute beantworten mag, ist folgende sehr, sehr wichtige Frage. Ich war gerade, wie gesagt, gestern mit einem guten Freund mehr als 4 Stunden auf dem Weg hierher, im Auto unterwegs, und wir hatten folgendes Thema. Viele von uns fragen sich, okay, wenn ich spirituell aufsteige, wenn ich mit in die 5. Dimension gehe, wenn meine persönliche Entwicklung Genüge trägt, es entscheiden höhere Instanzen, wenn es soweit ist. Was ist dann mit meinen Kindern? Mit meiner geliebten Ehefrau? Das ist eine echt spannende Frage. Diese sollte uns aber nicht wieder einmal in die Angst bringen, sondern ins Vertrauen. Ich beantworte es mal so. Jetzt ist die Zeit, in der alles, was zusammengehört, auch zusammenfindet. Okay? Jetzt leben wir in einer Zeit,
in der sich die Spreu vom Weizen auch trennen muss. Was nicht zusammengehört, wird getrennt. Und zum Zeitpunkt des Aufstieges jedes Einzelnen wird es genauso richtig sein, wie es sein soll. Die Kinder des Aufstiegs werden Eltern des Aufstiegs auf der Erde zugewiesen. Den Männern und Frauen des Aufstiegs werden Seelen zugewiesen, die mit ihnen resonieren. Alles findet sich und kann eine Einheit werden. Es werden die Paare zusammen aufsteigen, die eine Art heiliger Gral darstellen, welche Männlichkeit und Weiblichkeit vereinen, auf derzeit körperlicher wie auch auf geistiger Ebene und seelischer Ebene. Denn wir selbst sind der Schlüssel. Ist das eigentlich nicht eine wunderbare Nachricht? Ihr dürft das Ganze unterstützen mit eurer eigenen Kraft des Seins eines Schöpfers. Darüber mache ich demnächst einen Vortrag im September, den werde ich hoffentlich filmen und dann auch online stellen. Wie kommen wir wieder in die Schöpferkraft? Achtet auf eure Intuition, ihr Lieben. Der kosmischen Verbindung zwischen eurem Gehirn, also dem Logos, und eurem Herzen. Wenn ihr diese miteinander verbindet, steht uns tiefstes Wissen, Weisheit und Liebe zur Verfügung. So sei es. Danke, danke, danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass der eine oder andere Satz, das reicht schon aus, in euch etwas auslöst, mit dem ihr resoniert und etwas bewegen kann. So, ich verabschiede mich hier aus dem Winter mit über 35 Grad und wünsche euch eine gesegnete Woche. Alles Gute. Ciao.